Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 425540. Hoyerswerda 425540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Wird Deutschland Fußballweltmeister? Sagen Sie es uns unter 0137 899 1299 und gewinnen Sie wertvolle Preise, zum Beispiel von der Klangapotheke, direkt am Altstadtmarkt in Hoyerswerda, dem Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik. Primacom Shop im Treff 18 da, Ihr Primacom Ansprechpartner in Hoyerswerda. Einrichtungsparadies, Spitzenküchen und vieles mehr in Brüten direkt an der B97. Reisebüro am Markt in der Altstadt von Hoyerswerda. Jetzt noch zu guten Preisen verreisen. Autohaus Schiffelbein, Ihr Toyota- und Skoda-Vertragshändler in Hoyerswerda und Senftenberg. Machen Sie mit beim Elsterwelle Fußball-WM-Gewinnspiel. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk kann deutlich abweichen. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Ich esse noch. Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 30. Juni. Die neuen Medien ziehen jetzt auch in der Verwaltung ein. Laut dem E-Government-Gesetz müssen Behörden ab morgen nicht nur Briefe, sondern auch elektronische Dokumente annehmen. In Sachsen soll nun Dresden zur führenden Pilotstadt für die sichere Kommunikation mit Bürgern und Unternehmen werden. Die Landeshauptstadt eröffnet deshalb einen sogenannten DE-Mail-Zugang der Telekom für den elektronischen Austausch. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Marketingleiter der Telekom, Dirk Backofen. Guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Wöllner. Herr Backofen, Dresden will die E-Mail City werden. Was bedeutet das genau? Die E-Mail City ist für uns dann quasi ein völlig neuartiges Pilotprojekt. Die E-Mail gibt es als Produkt ja schon länger in Deutschland und wir wollen hier zum ersten Mal in Dresden, in der Landeshauptstadt von Sachsen, quasi alle Behörden, alle Unternehmen, die ansässig am Ort sind, wirklich digital miteinander vernetzen. Und das Ganze eben mit diesem neuen Medium, die E-Mail. Das heißt, wir haben zum ersten Mal wirklich rechtssichere Kommunikation im digitalen Umfeld und da soll Dresden wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen. Was heißt das für die Bürger? Welche Vorteile bringt das System? Also die Dresdner haben natürlich einen riesen Vorteil von diesem Projekt, weil es geht hier um Digitalisierung, aber vor allen Dingen natürlich um das Thema Bürgernähe. Das heißt, wenn das Rathaus in Zukunft 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet ist, kann man eben alle Vorgänge, die man mit dem Bürgeramt zum Beispiel abwickeln möchte, in Zukunft eben elektronisch, digital auch am Sonntag erledigen oder später in der Nacht, je nachdem, wie man im Endeffekt verfügbar ist. Kann man mit DE-Mail sparen? Man weiß heute, wenn man einen entsprechenden Brief sendet oder ein Einschreiben sendet, kostet das Geld. Und die E-Mail ist bestimmt nicht dazu da, um eine E-Mail zu ersetzen, aber einen Brief und ein Einschreiben, das ist im Endeffekt genau der Vorteil. Und hier kann man jede Menge Geld auch sparen, denn die E-Mail wird günstiger sein als wie das Porto für einen Brief oder für ein Einschreiben. Und zunächst startet DE-Mail ja kostenlos. Die E-Mail-Versendung ist für Privatkunden im Jahr 2014 und auch in 2015 komplett kostenlos. Das heißt, man kann also beliebig viele E-Mails senden. Später im weiteren Verlauf wird natürlich ähnlich wie das Porto es auch an der Stelle eine Gebühr geben. Es wird aber immer so sein, dass im Endeffekt man keinen monatlichen Grundpreis zahlt und man wirklich auch pro Monat eine ausreichende Anzahl von E-Mails immer for free hat, wie man so schön sagt, also quasi kostenfrei. Das wird auch dauerhaft so sein, wie hoch die Summe und diese Anzahl der kostenlosen E-Mails pro Monat ist, legen wir noch fest. Dazu wird auch der Pilot hier in Dresden unter anderem mit beitragen. Danke, Herr Backofen. Und von Seiten der Landeshauptstadt sprechen wir jetzt mit dem ersten Bürgermeister Dirk Hilbert. Herr Hilbert, welche Anwendungen können denn ab dem 1. Juli konkret elektronisch genutzt werden? Im Konkreten sind drei Projekte möglich, hier die E-Mail umzusetzen. Das ist einmal die Gewerbeanmeldung, die ja sonst immer erstmal eins ins Ordnungsamt bringt als Unternehmer, wenn man neu sich in diesen Prozess hineinmacht.
Zum Zweiten haben Sie die Möglichkeit, eine Online-Petition abzugeben als Bürger. Und als Drittes Wohnberechtigungsscheine, was gerade ein junges Klientel, nämlich die Studenten, sehr dankbar annehmen werden. Vielen Dank, Herr Hilbert. Am Wochenende hat die sächsische CDU ihr Programm für die Landtagswahl vorgelegt. Mit welchen Themen die Union bei den Wählern punkten will, erfahren Sie gleich bei uns. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Haben unsere Jungs das Zeug zum Fußball-Weltmeister? Was meinen Sie? Rufen Sie an unter 0137 899 1299. Sie können dabei wertvolle Preise gewinnen. Vom Autohaus Illich, Ihr besser Service für Volkswagen und Skoda. Jetzt 7-mal in Sachsen. Der Wittichenauer Spezialitätenbrauerei. Unsere Heimat, unser Bier. Na dann, Prost! Fröhlich, Haus der Geschenke. Mit Tischkultur für Ihre Sinne. Ihr Porzellan- und Geschenkehaus Fröhlich in Wittichenau am Markt. Motorradhaus Darkfighter. Ihre Kümku und Hüsung Zweirad-Meisterwerkstatt. In der Kotzerstraße 2, Hoyerswerda-Altstadt. Und Expert in Hoyerswerda und Senftenberg. Expert, preiswert und kompetent. Machen Sie mit beim Elsterwelle Fußball-WM-Gewinnspiel. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk kann deutlich abweichen. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. In etwa 2 Monaten wählen die Sachsen einen neuen Landtag. Die Sächsische Union hat am Wochenende ihr Wahlprogramm beschlossen und das einstimmig. Mehr dazu und weiteren Themen des Tages erfahren Sie jetzt in den Nachrichten. Zum Tag der offenen Tür hat die Lebenshilfe-Regionalvereinigung Kamenz-Hoyerswerda am Samstag auf sein Areal an der Dresdner Straße in Hoyerswerda eingeladen. Im Mittelpunkt stand dabei die Präsentation des erweiterten Leistungsspektrums. So werden ab sofort eine Kurzzeitpflege mit 12 vollstationären Betten, eine Tagespflege für 18 Klienten sowie ein ambulanter und häuslicher Pflegedienst angeboten. Perspektivisch soll in dem Um- und Neubau auch eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung im Alter Einzug halten. Montag ist am Geierswalder See das Projekt Wir sind wir, Inklusion in Sailing, des ersten Wassersportvereins Lausitzer Seenland vorgestellt worden. Das Konzept sieht die Integration von Sportlern mit als auch ohne Handicap vor. Ziel ist am Geierswalder See, das Sächsische Landesleistungszentrum für Segler mit Handicap zu installieren. Außerdem will der Wassersportverein Inklusionsstützpunkt der Sailing Team Germany Akademie werden, um gezielt die Förderung für den paralympischen Segelsport zu betreiben. Der DFB-Stützpunkt Hoyerswerda führt am Dienstag ein weiteres Sichtungstraining durch. Teilnehmen können alle talentierten Fußballerinnen und Fußballer der Region, die zwischen dem 1. Juni 2003 und dem 31. Mai 2004 geboren wurden. Beginn ist um 17 Uhr im Jahnstadion an der Hermannstraße in Hoyerswerda. Im Anschluss gibt es eine Fragestunde für Eltern und Spieler. Antworten geben der Regionaltrainer Hans Ärmlich und der Stützpunkttrainer Thomas Bierus. Er ist bei Rückfragen auch unter 0162 4179 633 zu erreichen. Am Sonntagmittag hat es im Hoyerswerdaer Ortsteil Michalken gebrannt. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Nebengebäude. Alarmiert wurden daraufhin die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda sowie die Freiwilligen Feuerwehren Michalken, Bröten, Neustadt-Künicht und Schwarzkollm. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass nicht das Nebengebäude, sondern ein 8x6 Meter großer Schuppen am Nebengebäude zum Teil im Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Nebengebäude verhindert werden. Angaben zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch nicht.
Die neue Woche hat mit wechselhaftem Wetter begonnen, doch für Fußballfans gibt es eine gute Nachricht. Zum Abend hin lassen die Schauer nach und zum Anstoß 22 Uhr ist es vermutlich trocken. Mehr zu den Wetteraussichten in den kommenden Tagen erfahren Sie gleich. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Hallo und herzlich willkommen zum Lesetipp aus der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek, zu dem ich mir heute eine Schulklasse eingeladen habe, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Immerhin treffen wir uns inzwischen schon zum 10. Mal und haben weitere Treffen geplant. Natürlich jedes Mal zu einem anderen Thema, aber es dreht sich immer alles rund um Bücher. Beim letzten Mal haben wir uns im Buch- und Musikhaus Segusch getroffen und die Schüler haben sich ein Buch ausgesucht, was sie, nun ja, zugesagt haben, über die Sommerferien zu lesen, manch einer auch zwei oder drei Titel. Und wir haben diese Bücher für die Bibliothek gekauft, die nach den Sommerferien selbstverständlich den Lesern zur Verfügung stehen. Und warum sie ausgerechnet dieses Buch lesen sollten, werden Ihnen die Schüler jetzt selbst sagen. Ein Buch vorstellen, Scary Harry. Es geht um einen Sensenmann, der hat Urlaub. Er hat ungefähr 520 Dienstjahre hinter sich und er ist in Hawaii, hat Urlaub. Ich möchte euch jetzt mal kurz einen Abschnitt vorlesen. Leute, auch ein Sensenmann braucht mal Urlaub. Wie gut das im SPI momentan tote Hose ist. Hier auf Hawaii schlürfe ich erfrischende Cocktails an der Poolbar, lerne surfen und lasse mir die Sonne auf die Knochen brennen. Also es ist ein sehr witziges Buch. Ich habe mich mal reingelesen, also mir hat es sehr Spaß gemacht, das zu lesen. Ich freue mich schon, wenn ich es weiterlesen kann. Ich habe das Buch Auf weichen Tatzen ins Glück ausgewählt, weil es hier um Katzen geht, es eine romantische Geschichte ist und Katzen meine Lieblingstiere sind. Ich bin auch sehr gespannt, was all die Katzen und Menschen in diesem Buch erleben werden. Genauso gespannt bin ich auch auf die Geisterkätzchen. Ich habe mir das Buch Lukas Podolski Dranbleiben ausgesucht, weil ich bin ein Fan in der Mannschaft, die er spielt, FC Bayern München. Mich interessiert sein Lebenslauf und Besonderheiten und diese Stiftung, die er hat. Und wenn man sich so ein Buch kauft, wird 1 Euro an die Stiftung der Arche gespendet. Ich habe mir das Buch Dead Eyes ausgesucht, weil es ein interessantes Deckblatt ist und es geht um in dem Buch über eine Maske. Deshalb heißt das Buch auch Dead Eyes, der Fluch der Maske, und ich finde, es ist ein toller Titel und ja, ich würde mich freuen, es über die Ferien durchzulesen. Hallo, ich will das Der kleine Hobbit vorstellen. Dieses hat sehr viel Action und sehr viele Abenteuer. Das hat und es ist sehr tollpatschig. Das hat mir mein Freund vorgestellt. Ich habe mal reingeguckt und mir hat sofort gefallen. Und ich würde das gerne weiterempfehlen, weil dieses Buch lohnt sich eigentlich zu ausleihen, weil es ist einfach toll. Ich erstelle Gregs Tagebuch. Ich lese es gerne. Viele Kinder auch. Er macht nur Mist und es ist auch sehr lustig. Hallo, ich habe mir das Buch Überlebenstipps für die Pubertät ausgesucht, weil es sehr hilfreich sein könnte und weil ich gerade in dem Alter bin. Ich hoffe, Sie haben die eine oder andere Leseanregung für die Ferien erhalten. Diese Bücher, die vorgestellt wurden, sind natürlich über die Sommerferien erstmal entliehen. Aber wir haben ja noch reichlich Lektüre da, mit der Sie sich eindecken können für Ferien und Urlaub. Das war der Lesetipp für heute und wir sagen Tschüss! Tschüss. Die
Die Agentur für Arbeit Bautzen informiert am Dienstag im BITS der Agentur in der Neusalzer Straße in Bautzen über den beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienzeit. Los geht's um 9 Uhr. Ein Frühstückstreff für junge Muttis bietet am Dienstag das Team des Mehrgenerationenhauses Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda an. Treff ist um 9 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können interessierte Mädchen und Jungen am Dienstag die Seidenmalerei erlernen. Außerdem gibt es Tipps zur gesunden Ernährung in der Lehrküche. Dazu eingeladen wird ab 14 Uhr. Einen historischen Stadtrundgang unter dem Motto „Mit dem Grafen Hoyer fing alles an“ kann man am Dienstag in Hoyerswerda unternehmen. Das Stadtmuseum lädt dazu um 17 Uhr ein. Treff ist im Schloss. Die Brigitte Reimann Stadtbibliothek im Hoyerswerdaer Stadtzentrum bietet am Dienstag wieder eine Online-Schulung an. Dabei gibt es ab 17.30 Uhr Infos zum Ausleihen von E-Books der Bibliothek. Im Blow-Up-Kino der Hoyerswerdaer Kulturfabrik läuft am Dienstagabend noch einmal der deutsche Streifen Love Steaks. Filmstart ist um 20 Uhr. Nachts gibt es anfangs letzte Schauer oder Gewitter. Im Verlauf ist es dann teils gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 8 Grad. Am Dienstag ist es zunächst freundlich. Später kommen dann vermehrt Quellwolken auf und einzelne Schauer oder Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad. Das war die Drehscheibe für Montag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die Ausbildung von Notfallmedizinern in Sachsen. Unser Team wünscht Ihnen einen spannenden Fußballabend. Bis morgen. Tschüss.